also 3000 Meter bei den Männern, das ist Timo Mehlis. Dann würde ich sagen, Uli, einfach die Siegerehrung jetzt durchziehen. Also nochmal, 1000 Meter, Männer Siegerehrung, Platz 1 für Timo Mehlis, Platz 2 für Tim Fischer, Platz 3 für Felix Grüner, Punkt Siegerehrung, Siegkampf des Ceremony. Nachdem wir diese Siegerehrung hier auch durchgeführt haben. Und wir schauen auf die 3000 Meter Läufer, 7-Meiler Brunnen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ihr seid gefragt mit der 528 Andrea Sagolinski aus Italien. Er macht das Tempo dahinter, Marcel Speer und Philipp Reinhardt. Vielleicht ein paar Worte auch zu den beiden, die wir eben genannt haben. Marcel Speer ja seit ganz vielen Jahren eines der größten Talente im Langstreckenlauf, allerdings von Verletzungen und Krankheiten geplagt. Und auch deutlich sagen, Marcel, deutscher Juniorenmeister, ist schon 1939 über die 5000 Meter gelaufen. In diesem Jahr nicht in der deutschen Weltmeisterschaft der Mann an zweiter Stelle, Marcel Speer. Wir wünschen ihm, dass er mal eine Saison richtig durchkommt und sein Leistungsvermögen auch so aussetzen kann, dass er sich noch eine Höhe für die qualifizieren. Philipp Reinhardt, der Hindernisläufer, die Jungfrauen jetzt in Südafrika am Vorteil gemacht und zurückgekommen. Die einen sind davon in Siegerlauf, die anderen über 3000 Meter. Philipp Reinhardt, 44 seine Bestzeit, hat sich dieses Jahr über 10 Kilometer auf 29 fahren, 20 wird gesteigert. Mal schauen, wie sich das auswirkt auf die 3000 Meter Hindernis. Mit der 143 mit dabei, Christopher Olle, NRC Freiburg. Und so geht es dann gleich zu den 1000 Metern zur Durchgangszeit. Er ist immer noch ganz vorn. Andreas Andretti ist 2,40 sollte man laufen für eine 8 Minuten. Es wird also auf seine Langsamkeit. Also hier Kampf Mann gegen Mann und nicht zu mehr in die Zeit. Italiener vorne, dann Christopher Olli, dann Marcel Speer, so die Reihenfolge, Durchgang dann vorne 2,41 und bei den Jüngsten dann 2,43 und 18 am Ende auf die Außenseite. Ja, die 3000 Meter natürlich auf die schummstliche Position zu bringen. Für die deutsche Meisterschaft an 5000 Meter, das ist die Lohnlaufen, das ist ganz klar, für viele ganz wichtig. Wir schauen mal, wer noch mit dabei ist, mit der 580, dahinter dann Jonas Rest aus der Schweiz, hinter Marcel Speer, dann der Luxemburger Charles Goretti und so geht es in die nächste Runde. Und am Ende dann so, Wir sind dabei. Gestern und dann am Ende, dass er Simon Block da noch ausgeschossen kam und das Ding gewonnen hat. So wird es möglicherweise auch heute sein. Der Italiener vorne, Andrea Sangeletti, dahinter Olle, dann Speer, Philipp Reinhardt mit dabei. Stefan Hüttig kam er noch mit in dieser Spitzengruppe. Wie gesagt, der Angang sollte noch eine Zeit zwischen 8 Minuten und 18 hin. Wenn wir uns die Langstreckenszene angucken, dann ist der natürlich der verfolgte Richard Singer, der letzte Langstreckler, ist in Palo Alto gelaufen, die 10.000 Meter, 28.05. Erster Ernst nach der 10.000er, 27.45 für die WM. Auch für die 10.000 Meter, 10.000 Meter, 29,
knapp, das waren so die besten Zeiten. Und jetzt geht es natürlich auf die kürzeren Distanzen. Über die 3000 Meter, dann auch die 5000, das ist das Ziel. Und so vielleicht in Richtung WM-Norm, ich glaube 13:22 so in dem Bereich. So, Andreas Agnelli. Jetzt hat er seine Arbeit getan, allerdings weit, weit, weit vor dem Feld. Das Tempo ist langsamer geworden, 2:48, ein ganz langsamer Kilometer, sodass wir am Ende froh sind, wenn wir unter 8:10 laufen können. Also, Marcel Heer, Philipp Reinhardt und immer noch Christopher Olli, LAC Freiburg. Thomas Hoppe, ich höre mal sehen, Thomas, wann es dir gelingt, ein Zeltchen zu stellen. Thomas Lottig, er ist jetzt 23 Jahre alt. Also irgendwann muss das mal möglich sein. Mal schauen, ob er das noch erleben können. Aber jetzt geht es hier in die entscheidende Phase, liebe Zuschauer. Die letzten 700 Meter, Außenmarschall hier. Olle da vorne, jetzt geht Thea nach vorne mit 267. Haben wir noch Stefan Hettig dabei. Also, spannend ist das Rennen auf jeden Fall. Schnell ist es nicht, aber so ist es nun mal. Marcel Thea setzt er seine erste Luftmarke mit einem Sieg in 3000. Das würde den Jungen natürlich gönnen. Von der SG Sturmdorf 1846. Der so gebeutelt ist in seiner sportlichen Laufbahn durch die Scheidungsbereich aus Verletzungen durch Krankheiten morgen. So, Aufwendung in die nächste Runde. Also, Runde 18:15. Dahinter ein Viererfeld. Ungefähr 10 Meter Vorsprung für Marcel. Auf geht Marcel zum Sieg in 3000. Das wäre eine gute Sache. Dahinter Eckig und dann mit der 537 Gerhard Birmingham. Der Irländer kommt jetzt nochmal. Für die anderen ist es das gewesen. Marcel Fehr, der sollte erst zu Hause laufen, der sieht gut aus heute. Und vielleicht ja in dieser Zeit in eine gute Saison für Marcel Fehr. Ja, jetzt nochmal ganz deutlich. Und am Ende möglicherweise so die ganze Sache nochmal eine gute Zeit. Jetzt kommen die anderen hinterher. Also, Marcel Thier, der Sieger 2017, 804, 69. Und Stefan Hettig, der kommt noch an zwei Kombinationen. Der Mann vom TSV Dormaringen. Jetzt Philipp Reinhardt hat sich dann noch im Ziel gerettet. Und wir sind gespannt, natürlich, dass du gesagt hast, die anderen Hindernisläufer, die dann über die Hindernisse gehen, der Reinhardt hat die Nachstrecke gewählt und irgendwie, das ist schon ein Start, aber ich möchte dringend in den Regen hinaus.